Head. Oh! Ich habe keine Pattern mehr. Was ist denn das? Nein. Hallo? Wie komme ich jetzt? Hä? Ja, schon total bescheuert. Hallo, wo ist mein Textfeld? Bin ich irgendwo drauf gekommen und hab das aus... Oh, wo war ich denn da drauf gekommen? Blank Pattern. Zwei Holz, zwei Sticks. Kriegen wir hin? So. Stickies haben wir keine mehr. Machen wir uns direkt mal ein paar. So, jetzt kommen die hier über Kreuz. So. Zack. Jetzt machen wir uns mal hier gemeinsam. Ein so ein Dingen. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal Cobblestone. Das ist das, was wir hier schon haben. Ja, Skulls und Pickaxe. Hammer. Die habe ich leider zweimal. Da war echt blöd gelaufen. Schaufel und Broad Axe. So. Hier war das jetzt, glaube ich. So, wir brauchen jetzt das hier. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Blank Pattern. Gehen jetzt da drauf. Und jetzt haben wir ein Excavator Head Pattern. So. Mit diesem Teil gehen wir jetzt... Nee. Dahin, genau. Nehmen jetzt dieses Gedöns. Und hier sieht man entweder hier mit Barren oder mit Steinen. Wir machen das jetzt mit Steine. So, das kostet jetzt fast 9 Steine. So, das heißt, das kann jetzt hier in diese Pattern Chest rein. Die Cobblestones nehmen wir jetzt hier wieder raus und ciao. So, jetzt müssen wir hier die Schmiede auf Gold umstellen. Gehen jetzt hier mit unserem Steingedöns hier hin und gießen uns eine Form. Ja, sowas hier quasi. So. Dieses Steingedöns, das kann jetzt weg. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur hier den Excavator. Und jetzt müssen wir aber nochmal gucken, wie das zusammengebastelt wird. So, für den Excavator brauchen wir das hier einmal. Wir brauchen den Creeper-Kopf, wir brauchen das große X und wir brauchen, ich glaube, das dickere. So, das heißt hier das dickere, ein Creeper-X. Und, was war das noch? Was habe ich gesagt? Stäbchen, das hier. Ach, das große X noch. Das hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, aus was ich das machen möchte. Ist ja auch immer noch so eine Sache. Oh, wir brauchen Lava. Mal eben Lava holen. So. Jetzt haben wir wieder Lava. So. Alumite. Da machen wir auf jeden Fall hier unser Kopf raus. Ja, wie ich das bei allen auch gemacht habe. Das heißt, wir legen jetzt hier diese Dingens hier hin und gießen. Und da müssen 1152 rein. Und wir haben 720. Dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir hier den Kopf. Jetzt brauchen wir aber hier auch noch
Und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir das machen. Nehme ich jetzt nur Eisen? Was haben wir denn noch bei Allomalt? Zwei Ingots nur noch, ist nichts mehr. Gold brauchen wir nicht, Aluminium, Brass. Copper? Ist Copper gut? Komm, wir machen mal Copper. Ich habe das noch nie gemacht. Da waren noch drei Ingots drin. Da würde ich sagen, Copper. Nehmen wir das hier. So, da müssen jetzt auch 1152 rein. Das ist eigentlich richtig teuer. Copper ist Eisen. Nein, Copper ist Kupfer. Eisen ist Iron. Und es reicht nicht. Das heißt, wir brauchen Copper. Zack. Und einmal rein. Geht das? Ja. Alles gut, Jori. Einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist, was ich hier mache. Keine Ahnung. Ich mache halt immer einfach drauf los, weißt du? So, einfach mal ausprobieren. Mehr wie schief gehen kann ja nicht. So. So. Jetzt haben wir wieder Kopper. Probieren geht immer studieren. Jawohl. Ja, das hängt irgendwie damit zusammen, ob jedes einzelne Material hat so seine Eigenschaften. Und jetzt werden wir sehen, was Copper macht. Ich weiß es nicht. So, die beiden machen wir jetzt aber aus Eisen. Molten Iron. Also das, was man benötigt, muss immer nach unten. Ja. Damit das dann auch ausgegossen werden kann. Na, deswegen, ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Melüllem oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich das Geilste und Kobalt, aber da sind wir leider noch nicht. Das heißt, wir müssen uns ja, hiermit begnügen, was wir haben. Und dann gucken wir mal. Das sehen wir gleich bei der Zusammensetzung. Ob das was ist oder nicht, das kann auch sein, dass wir gleich sagen, pass mal auf. Kupfer kann wieder weg. Wir nehmen doch Iron. Mal schauen. So, das sind jetzt die Komponenten, die wir brauchen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier drauf, ne, auf den Excavator. So, das heißt, wir nehmen das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Jetzt haben wir Durability 3539, Mining Speed 2,6, Mining Level Kobalt, Modifiers Remaining 3. Was wir jetzt noch machen können ist, pass mal auf, wir nehmen uns jetzt hier nochmal den hier. Haben wir ja noch genug drin, Iron. Ja. Probieren wir einfach mal, wenn wir jetzt, wir können es wieder zurückschmelzen, Gott sei Dank. Was dann passiert, wenn wir anstatt Kupfer Eisen nehmen, wie da dieser Mining-Gedöns dann ist und was weiß ich nicht alles. Gucken wir einfach mal. So, na, jetzt haben wir 3539 und Mining Speed 2,6. Aha. Siehst du, hier ist schon Mining Speed mehr und Durability auch. Das heißt, Kupfer ist Kacke. Das heißt, Kupfer, tschüss.
Tschö, Kupfer. War schön mit dir. Was wir jetzt noch machen können? Ne, Alumite ist nicht mehr viel. Gold nicht. Bronze können wir mal ausprobieren. Oder? Sollten wir das wirklich machen? Alumite, Gold. Ach komm, wir bleiben jetzt bei Eisen. So. Ja, so würde jetzt unser Schätzchen aussehen. Jetzt können wir dem noch einen Namen geben. Wie können wir... Oh, Klatscher. Erdklatscher. Soll man den so nennen? Soll man den so nennen? Okay. So, jetzt haben wir hier den Erdklatscher Reinforced 2. Das reicht uns aber noch nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen immer mehr. Und es ist draußen dunkel. Das sehe ich daran, weil da keine Beleuchtung ist. Weil ich muss den Moossteinen das Moos aus dem Feld ziehen. So. Weil das müssen wir ja noch modifizieren. So, dann gehen wir jetzt hier Moss ein. Nope. Ein Moosbällchen bitte. Und ich nehme wieder Redstone wegen Geschwindigkeit. So, dann haben wir jetzt hier den Erdklatscher. Der kriegt jetzt hier erstmal ein bisschen Geschwindigkeit auf der Brust. Okay. Das heißt, der muss hier weg. Und dafür brauchen wir hier die Krümel. Hoppala. So, ne, hier habe ich jetzt 49 von 50 und 50 von 50. Das heißt, Redstone kann hier wieder weg. Dann, na, jetzt haben wir noch zwei übrig. Ne? Der hat jetzt von den dreien erkannt, oh, da ist Redstone drauf, also haben wir noch zwei. Jetzt nehmen wir hier unser Häubchen, jetzt haben wir Moss und dann bleibt nur noch einer übrig. So. Und dann ist unser Erdklatscher erst einmal fertig. Wir könnten den noch schneller machen und. Ja. Also wir können da noch sehr viel machen. Glück mache ich da nicht drauf, weil bei Erde, was will ich da mit Glück? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich aber noch machen werde. Der Klatscher, hör mal. Ja, geil, ey. Zählt das auch für Schafe? Ich habe gerade kurz überlegt. So. Ah, okay, das ist wie beim Hammer dann. Okay. Ja. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich weiß es nicht. Oder habe ich mir hier gerade... Oh nee, doch nicht. Ja, na, gucke mal. Ach, ich bin voll. Upsi. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Erde mitgenommen. Kann das sein? Und auch so ein bisschen Gelumpe.
Ja, da haben wir uns einmal schon mal hier durchgebuddelt. Das ist schon nice. Na, und das können wir jetzt die ganze Zeit so, so durchmachen. Weil wir brauchen ja den Platz für zum Bauen. Mann, das ist blöd. Naja, egal. Meckern auf hohem Niveau. Überleg mal, wie lange wir jetzt gebraucht hätten mit einer normalen Schaufel. Schwein, das ist keine gute Idee. Geh rüber. Krass, ne? Das ist wie mein, Hallo Schwein. Ja, denkst du auch gerade, was geht hier ab, wa? Das Schwein auch so, Landschaft? Was passiert hier? Na, und dann machen wir hier alles schön eben. Hier, das kommt auch raus und da ersetzen wir durch Erde. Und dann können wir das hier auch so ein bisschen noch einebnen. Guck mal, was wir hier an Baufläche haben. Also das ist echt schon krass. Ja, es war, sieht jetzt erstmal wüst aus. Aber ich glaube, dass das im Endeffekt, wenn wir wirklich hier einen Schmied und sowas hier hin machen, dass das geil aussieht. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, doch. Ja, okay, willst du wirklich nicht mitmachen? Guck mal, was man hier alles schön machen kann. nee. Ach komm. Voll geil. Ich habe halt nur Angst, dass ich mich echt irgendwann mal nicht mehr so beherrschen kann und dann weiß ja einfach mal so eben alles weg. Scheiß was auf die Tiere und auf die Blumen und so, weißt Ein Huhn in Partylaune. Oh, Schwein, fall da jetzt nicht runter, ey. Schwein, du musst da mal weg. Ja, jetzt bin ich aber hier. Runter da. Evil Chicken, ja. Ja. Du weißt. Was das heißt? Hilfe!
Wie oft meinst du, kann das gut gehen, bis das Böse zuschlägt? Scheiße, ey. Jetzt habe ich hier echt noch ein Evil Chicken, ey. Eigentlich nicht sehr oft. Ich glaube auch. Das Evil Chicken denkt sich gerade auch so, deine Zeit ist bald reif, ey. Oh. Ich muss mich entladen. Ich bin überladen. Ey, krass, guck mal die Schneise, die wir jetzt schon geschlagen haben. Hallo? Na, seid ihr wieder hier am Hof? Ah. Schön. Nee, ich kann mir echt gut vorstellen, weißt du, dass du so einen Supermarkt und sowas dahin machst, ne? Weil es gibt nämlich von DecoCraft richtig schöne Sachen, die man dafür verwenden könnte tatsächlich. Und zwar DecoCraft. Nee, ich muss erstmal hier, bevor ich es vergesse. Warum habe ich hier eine Crafting Station? Und warum habe ich Pattern hier bei mir drin? Ich glaube, ich muss... Nein. Ich muss mal ein bisschen hier... Du kommst mal nach oben. Du kommst mal gerade bitte nach oben. Schissel, du auch. Du kommst auch mal nach hier oben. Das können wir gut gebrauchen. Eimer können wir nach oben. So. Ich tue jetzt das hier erstmal rein. So. Dann müssen wir die Pattern noch weglegen. Erstmal das hier. Die Pattern, die kann... Nein. Hier rein. Kann die nicht. Oh. Gut, dann halt hier. Crafting Table können wir mal drin lassen. Tun wir mal hier hin. Unser Buch tun wir mal hier rein. Redstone tun wir mal hier rein. Und es wird, glaube ich, draußen dunkel, kann das sein? Ja, natürlich. Das heißt, jetzt erstmal schlafen gehen. Ich muss unbedingt von den Solardingern da weg. Wir müssen unbedingt den Reaktor in Betrieb nehmen. Damit ich nicht mehr an irgendwelche Tageszeiten gebunden bin. Ach komm. Was soll's, was soll's. So, Dirt. Tu mal jetzt alles hier rein, weil... ne, Zucchini kommt eigentlich nicht hier rein. Ach komm. Ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Was? Oh, da ist schon die vierte Festplatte jetzt so gut wie voll. So. Was wollte ich denn jetzt holen? Wollte ich noch irgendwas geholt haben? Ich weiß es nicht. So, was macht unser Weizen? Wächst und gedeiht das jetzt auch mal bitte. Da gehen wir mal eben schnell gucken. Oh ja. Ah, okay, das war, weil es nicht umgepflügt war. Okay, das heißt, ich kann die normale Erde dann hinterher wieder zu dem machen. Machen wir aber später. Ja, gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen freie Fläche bekommen und dann... jetzt müssen wir auch aufpassen, dass die sich hier nicht wieder automatisch einpflanzen. Das wäre nicht so cool. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier. Boah, da muss echt noch... Nein, 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 nein.
einiges weg. Ist jetzt die Frage, wie gestalten wir das Ganze? Ich glaube, ich mache noch nicht alles. Weg. Ich glaube, das hier noch. So, dann machen wir einmal hier so querbeet. So. Damit das ein bisschen natürlich noch aussieht. Okay, so natürlich nicht. So. Okay, das natürlich auch noch nicht. Das hier kann auch noch nicht natürlich aussehen. Das soll ja auch noch weg. Na, dass wir hier uns erstmal jetzt hier eine Grenze ziehen. Und eigentlich müsste das auch weg, aber ich lasse das jetzt erstmal. So, dann nehmen wir jetzt unseren Hammer und machen das gleiche nochmal mit Steinen. Geht Gott sei Dank auch sehr schnell. Ersetzen die Steine durch Dingels. Na, hier. Und so. Oh, das ist so ein Segen hier. Ich glaube, ich müsste auf meine Schaufel mal Glück machen. Weil wenn du mal, wenn man dieses Müsel oder wie sich das heißt, schimpfte, mal abbauen möchte. Das geht ja nur mit Glück, ne? Oder. Ne, mit Behutsamkeit. Behutsamkeit muss drauf. Oh, wie kriege ich denn Behutsamkeit? Das ist jetzt eine gute Frage. So. Und jetzt knallen wir hier alles schön mit Erde zu. Das muss auch noch schöner gemacht werden, aber fein halten. Weiß ich nicht, ob das jetzt schon sinnvoll ist, wenn man sich damit jetzt schon beschäftigt. Oder lieber erst später. So. Das muss halt auch noch alles niedriger gemacht werden. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Was ich jetzt noch mal eben schnell machen werde, ist hier schon mal so ein bisschen einreißen. Und hinterher... Ich habe ja auch vor, wieder mit Monster zu spielen. Ja, also die bleiben jetzt nicht ewig aus. Was wollte ich jetzt sagen? Können wir mit Bone Meal dann auch wieder alle schön machen hier.
So. Okay. Gut, lassen wir das jetzt erstmal so. Ja, da haben wir innerhalb. Ne, das hier muss noch irgendwie anders gemacht werden hier.